So, Grüße erstmal. Herzlich willkommen bei Fairplay Family wieder. Ja? Wir sind heute hier, wir sind heute richtig geil dabei. Wir machen heute wird es sportlich. Ja? Wir haben nämlich heute uns gedacht, wir besuchen mal jemanden, die kann wirklich was. Ja? Nicht so wie ich. Ja? Ich kann alles nur ein bisschen, aber nichts richtig. Aber Niki Adler, ja? Die ist sechsfache Weltmeisterin im Boxen. Mittelgewicht, im Supermittelgewicht. Und die ist so freundlich, man denkt das niemals, ja, aber das ist ja auch ein Trugstoß. Warum müssen denn Boxerinnen oder Boxer überhaupt auch nicht freundlich sein? Ne? So, ich bereite mich gerade vor. So, weil jetzt wissen wir erstmal, es ist gar nicht so einfach, nämlich Boxhandschuhe anzuziehen. Das ist ein Prozess, der ist eine never-ending Story. Ja? Erst den einen, dann den anderen. Uns geht es heute darum, einfach mal zu sagen, okay, wir wollen nicht boxen um des Boxens willen, sondern wir wollen boxen, weil wir wollen nämlich uns einfach nur abreagieren. Ja? Boxen heißt nicht immer hier, ich will gell, auf die Matte geben, sondern es ist eine Art Workout. Wie zieht man eigentlich zwei Boxhandschuhe an, wenn man alleine ist? Ja? Da geht es ja schon los. So, wir fragen Niki. So, jetzt gehen wir mal rein bei Niki. So, warte mal, geht gleich los. So, welche Kamera soll ich nehmen? Eigentlich die oder die? So, ist immer dasselbe hier, gell? Übrigens nochmal hier, gell, damit ihr wisst, wo ihr seid. Ah, Niki, bist du da? Hallo Andi, ich bin da. Hi. Hey Niki, du siehst gut aus. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir denn eigentlich in diesen Zeiten und was machst du? Wie gehst du mit diesen Zeiten um? Erzähl mal. Danke, super. Also ich nehme es ganz positiv und ich mache das Beste draus. Ich versuche die Tage zu koordinieren und zu sagen, okay, ich baue ein paar Boxkurse auf, Fitnessboxen mit Migrationshintergrund und ich hoffe, ich sehe euch alle beim Kurs und ja, ich baue zur Zeit das auf und ich hoffe, dass wenn die Corona-Phase vorbei ist, damit ich das präsentieren werde. Ja, das klingt ja hervorragend. Mensch, was bei dir alles los ist. Du hast ja Ziele, ey, mein lieber Scholli. Du, ich habe die Boxhandschuhe schon angezogen. Ich bin absolut dein erster Schüler. Ich freue mich drauf. Krieg's ja noch nicht mal an alleine, aber deswegen bist du ja jetzt da, oder? Kann ich dir auf jeden Fall zeigen. Aber letztendlich brauchst du die Boxkurse am Anfang nicht. Du brauchst die Kondition, du brauchst ein bisschen Kraft, du brauchst Kraftausdauer. Das heißt, das muss man alles aufbauen für die Boxhandschuhe. So, also nicht. Genau, die kannst du wieder ausziehen. Ist mir eh lieber, ey. Oh, ist ja auch irgendwie überall. Hier klebt solch jetzt. Ich habe mega coole Übungen für dich. Okay, dann. Ich ziehe mich nur schnell um und dann zeige ich es dir. So, also Niki zieht sich jetzt um. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Wir müssen erstmal Zeit überbrücken. Was erzählt man da, Edi? Hast du eine Idee? Okay. Das, ja, das stimmt. Also ich ziehe mich um ein bisschen, meinst du? Ich finde auch. Also ich sehe eigentlich gut aus. Ich finde, das ist für Sport ist doch genau das richtige. Hose sitzt und Poloshirt. Ich bin ready. Ich find, und wenn dann Niki auch so weit ist, dann geht's richtig los. Übrigens, Niki kommt aus Kroatien, ja? Wollen wir nicht vergessen. Und wohnt jetzt in Süddeutschland oder in Erfurt, je nachdem, wo sie gerade zugange ist. Auf jeden Fall ist sie schwer beschäftigt. Und Niki, du bist soweit. Jetzt bin ich umgezogen und bereit für dich. Ah, das ging aber schnell. Gut, siehst du aus. Ach so, wir müssen uns hinstellen, oder wie? Oder was? Du stehst so. Ich bin soweit. Also, was müssen wir machen? Worum geht's? Erzähl. Nimm zwei Flaschen in deine Hand. Flaschen. Wir brauchen Flaschen. Ich bin gleich wieder da. Ich hol Flaschen. Ja? Plastikflaschen oder Glasflaschen oder große Literflaschen oder kleine Flaschen? Ist egal, was du nimmst. Du kannst nur Literflaschen nehmen. Okay. Also, du schaffst auch 5 Liter. Psst. 5 Liter Flaschen, da gucken wir mal. Und dann ist es wichtig, 30 Sekunden brauchst du einen Stopper. 30 Sekunden musst du skippen. Einfach mal knallhart durch. 30 Sekunden lang. Schau immer wieder auf die Uhrzeit und drehe deine Faust immer nach vorne. So, okay. Alles klar, mein lieber Scholli. So. Dreh ein. Genau. Es geht auch ein bisschen schneller, Andi. Nee. Okay. Das sind die Übungen, damit wäre ich Weltmeister. Genau. Wahnsinn. Und jetzt? Gehst du runter. Gehst runter. Wie Kniebeugen. Und du haltest es.
10 Sekunden. Und nach 10 Sekunden gehst du dann wieder hoch und entspannst ein bisschen. Das alles, 10 Runden, eine Minute Pause. Nach jeden zwei Übungen gibt es eine Minute Pause. Das ist alles 10 Mal. Jetzt wird es tricky. Alles klar. Wow. Okay. Leute. So. Na, das ist ja mal eine Position. Hä? Wer nicht wüsste, dass ich jetzt hier eine Übung mache, der könnte ja sonst was denken. So, wie lange jetzt? 10 Sekunden. Oh, alter Falter. 21, 22, 23. Und lachen dabei. Oh Gott, ey. 26, 26, 5, 27, 28, 29, 30, 31. Guck mal, ich habe schon 10 Sekunden. Ich lache immer noch. Ja? Nicht schlecht. So, und jetzt was? Eine Minute Pause. Ach, das ist gut. Das ist gut. Was? 10 Mal das Ganze. Ach, erstmal mache ich jetzt die Pause. Die anderen 10 Mal mache ich dann nach der Sendung, okay? Versprochen. Oh, eine Minute Pause. Alter Falter, ist die Minute schon rum oder was? Oh. Ich hatte das Gefühl, das waren nur 10 Sekunden. So, wie geht's denn weiter? Niki, erzähl mal das Ding. Oh, was machen wir jetzt? Die nächste Übung wird dich noch mehr schlauchen. Wir gehen ins Treppenhaus. Kommt mit. Jetzt bin ich in meinem Treppenhaus und jetzt geht die Übung los. Ich hoffe, alle, du bist fit. Wie? Rausgehen? Treppenhaus? Okay, alles klar. Na dann. Los geht's. Jetzt spurten wir 10 Mal hoch, locker runter, nochmal hoch. Das ist alles 10 Mal. Ganz locker wieder runter. Dann geht's wieder los. Und locker wieder runter. So, Andi, das waren 10 Mal. Jetzt bist du dran. Wir sehen uns drin. Achso, jetzt bin ich auch noch dran. Ich dachte, das reicht. Ich meine, okay, ich bin. Okay, warte, pass auf, ich nehme dich mal mit. Ja, ich nehme dich mal mit. Jetzt gehen wir mal raus. So, pass auf. Jetzt gehen wir richtig raus ins Treppenhaus. Also runterrennen, hochrennen oder wie auch immer und dann wieder rein. Und dann, oh, wow, ist hier war es aber laut hier. Mensch, pass auf. So. Ah, hier, pass auf. Das ist die Treppe, Niki. Da renne ich jetzt hoch und dann komme ich wieder runter. Ja, auf die Plätze, fertig, los. Nee, warte, jede Stufe einzeln, gell? Muss ich ja machen. Jede Stufe einzeln, ist gar nicht so einfach. Ich mach's nochmal, Niki, pass auf. Ich hab mich vertan. Also nochmal. So, also pass auf. Ich renne die Treppe hoch und dann komme ich wieder runter. Ja? Ganz einfach. Prozess. Also auf Plätze, fertig, los. Okay. Geht richtig gut. Geht richtig gut. Jetzt bin ich oben. Ja, jetzt laufe ich wieder runter. Ich finde, das Runtergehen ist fast besser als das Hochgehen. Und das ist auch 10 Mal. Okay, nochmal. Ich glaube, so viel Sendezeit haben wir nicht. Wir müssen hier abbrechen. Ich mache die 10 Mal nach der Sendung. Das reicht doch dann. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Wahnsinns-Workout hier. Hä? So, Niki, mal by the way, nebenbei, wie sieht es eigentlich aus? Hast du eigentlich Vorbilder oder wie machst du das? Wo nimmst du deine Motivation her? Wie läuft das bei dir? Ich glaube, Anni, das hast du noch nie gehört, aber ich habe keine Vorbilder. Weil ich sage immer eins, jeder Mensch ist ein Individuum und jeder hat seinen Weg. Es ist schön, wenn man von Menschen, die was erreicht haben, etwas rausklaut für ihren Weg, aber letztendlich hat jeder seinen Weg und jeder ist was Besonderes. Deswegen habe ich keine Vorbilder. Das hast du schön formuliert. So, ja, wer ist denn das überhaupt, der dann noch bei dir zu Besuch ist oder wer, wo kommt der her, was macht der? Das ist mein Trainingspartner. Ich liebe diesen Trainingspartner. Der ist ein bisschen behaart, aber der läuft jeden Tag mit dir. Ah, der sieht aber schön aus. Was kommt als nächstes? Jetzt setzt du dich erstmal auf den Fußboden. Also ich würde jetzt den Schreibtisch nehmen hier. Ja? Okay, ich muss erstmal alles beiseite räumen. So, mein lieber Scholli, du hast ja Sachen. Dann drehst du dich um und wir machen einen Wechsel. Einmal runter mit den Ellenbogen, dann gehen wir wieder hoch. Einmal runter, dann wieder hoch. Balu macht auch mit. Einmal runter, dann wieder hoch. Und das alles 30 Sekunden lang. Dann machen wir eine Minute Pause. Dann machen wir eine Minute Pause und danach wieder 30 Sekunden lang. Und das alles 10 Mal. Ich hoffe, Andi, das kriegst du hin. So, also, so ja, ist gut. Und jetzt immer 1, 2. Naja, das läuft doch wie am Schnürchen, oder? Niki, siehst du mich?
So, wie oft hat sie gesagt, wie soll man das machen? Ich glaube, das reicht, oder? 30 Mal und wieder 10 Mal und so, mache ich alles nach der Sendung. So, also, super Trainingspartner übrigens, Niki, den du da hast, der fetzt richtig, ja? Das freut mich sehr, dass es dir gefallen hat. Niki, danke für die Übung. Ich merke schon, das wirkt schon bei mir, ja? Und jetzt die Frage mal so, jetzt haben wir ja ein paar schöne Übungen gesehen. Wie ist das denn bei dir so, so ein Kampf? So, da hat man, ist man ja auch aufgeregt vorher, man ist nervös so, und deswegen die Idee. Wie gehst du mit Angst um oder wie gehst du mit Niederlagen um? Oder was kannst du uns für Tipps geben, wenn es schwierige Zeiten gibt? Wie geht man mit solchen Zeiten um vielleicht? Das Wichtigste ist für eine Motivation, kleine Ziele zu setzen. Einfach nur kleine, die man auch erreichen kann, wenn man hart dafür kämpft. Kleine Ziele setzen, so dass man die Zeit auch überbrückt. Auch wo ich verloren habe, war bei mir alles schwarz. Alles war schwarz, ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Aber ich habe jeden Tag, ich habe permanent neue Ziele gesetzt, so dass ich durch diese schwarze Phase rauskomme. Und es ist wichtig, Ziele zu setzen und alles dafür zu tun in der Zeit. Und was ist dein nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel ist mein ganz, ganz großer Wunsch und mein Herzenswunsch. Ich baue eine Boxschule in Südafrika auf. Für die Frauen und für die Kinder. Und jetzt die große Frage eigentlich, wie kommt man denn eigentlich dazu, Boxerin zu werden oder eine Weltmeisterin zu werden? Kannst du dazu noch was sagen? Ich glaube, das interessiert mich besonders. Also man kommt durch einen langen Weg zum Weltmeisterschaftstitel. Also es ist ein langer Weg. Das heißt, ich hatte mit 15, wo ich beim ersten Training war, habe ich gesagt, ich werde Boxweltmeisterin. Alle haben mich ausgelacht und gesagt, ja, die Kleine spinnt mal wieder. Aber es war immer mein ganz, ganz großes Ziel. Und jetzt oder dann mit 25 bin ich das geworden. Ich wurde Weltmeisterin und ich war mega glücklich und keiner hat mein Wort gesagt. Das heißt, ich habe das erreicht, was ich mir gewünscht habe. Es dauert seine Zeit und für jeder, der einen Wunsch und einen Traum hat, dauert es. Aber es ist wichtig, diesen Schritt zu wagen, einen Schritt zu gehen. Ein Schritt ist immer ein Schritt nach vorne. Egal wie man es, auch negativ, positiv, es ist immer ein Schritt nach vorne. Deswegen geht's zu, traut euch und macht das Beste draus. Hat sie es nicht schön gesagt? So, jetzt sind wir auch schon am Ende. Okay. Liebe Niki, es war hervorragend mit dir. Jetzt zum Schluss haben wir immer so einen kleinen Spruch oder ein Lebensmotto oder irgend sowas. Gibt es das auch für dich? Irgendwie hast du ein Lebensmotto, was du vielleicht für uns preisgeben würdest? Das wäre doch sehr spannend. Ich habe immer ein Lebensmotto gehabt. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das heißt, jeder muss alles geben und einfach nur einen Schritt vorangehen. So, Niki, vielen Dank für alles. Das war ein hervorragendes Interview mit dir. Dankeschön, wir wünschen dir alles Gute. Ciao, ciao. Andi, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Training. Mit Sicherheit, ich komme vorbei. Viel Spaß mit der Boxschule in Südafrika und viel Spaß beim nächsten Kampf, wenn du noch einen angehst. Bei 6 Weltmeistertiteln brauchen wir eigentlich nicht noch einen, aber das musst du ja wissen, ja? Also, mach's gut und ich sag, das war Niki Adler heute hier im Interview. Wir sind total stolz darauf, dass sie sich Zeit genommen hat und wir haben einiges gelernt, ja? Was haben wir eigentlich gelernt? Muss ich mal kurz überlegen, was kam. Da kamen doch so viele spannende Sachen. Nicht stehen bleiben, jeder ist einzigartig und vor allem kleine Ziele setzen. Also nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.